Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 8-Bit-Computer. Und heute werden wir zwei Zähler bauen, und zwar einmal für unser Befehlsregister, das ist dann ein 3-Bit-Zähler, und für unser Programmzähler. Im Grunde bauen wir heute den gesamten Programmzähler, und das ist ein 5-Bit-Zähler. Und dabei benutzen wir eben die beiden T-Flip-Flops aus dem letzten Video, einmal natürlich den normalen T-Flip-Flop und einmal den mit JK-Vorrang. Und wir fangen einfach hier an bei dem Programmzähler, bei dem Zähler für unser Befehlsregister. Und zwar nehmen wir uns einfach hier einen gewöhnlichen T-Flip-Flop und den packen wir hier an unser Z2 ran. Das verbinden wir einfach und ich ändere das mal hier, dann ist die Linie ein bisschen glatter. Und dann haben wir hier unser ZE, ja, das ist quasi unser Zähler Enable, quasi es wird um 1 erhöht. Und unsere Clock machen wir natürlich auch dran. Und jetzt passiert Folgendes, wir haben gerade quasi die Zahl 0, ja, wir haben den Wert 0 und wenn wir einmal die Clock erhöhen, haben wir eine 1, okay? Und das ist unser 1-Bit-Zähler, ja? Also da passiert nicht mehr, es zählt einfach nur bis 1, geht zurück zu 0, zählt bis 1, geht zu 0, okay? Und jetzt können wir hier einen weiteren T-Flip-Flop hinzufügen und den verbinden wir auch gleich mal. Und die Clock natürlich auch noch dran. So. Was machen wir jetzt? Man könnte natürlich denken, so, aber dann gehen beide gleichzeitig an und wir zählen 0, 3, 0, 3 und das funktioniert nicht. Das heißt, wir machen das mal weg und nehmen uns hier ein AND Gate, okay? Und dieses AND Gate, das hat zwei Eingaben, logisch. Und zwar sagen wir, wir wollen die Ausgabe von hier haben, genau so, und wir wollen die Ausgabe vom ZE haben, ja? Das heißt, wir müssen zuerst hier unser Z2 angeschaltet haben und wir müssen zulassen, dass gezählt wird. Ja? Sonst erhöht es sich immer, wenn wir gar nicht zählen wollen. Das wäre dumm. Okay? Und wenn wir jetzt sagen Zähler, dann haben wir erstmal 0, haben wir 1, haben wir 2, haben wir 3. Ja? Das ist unser 2-Bit-Zähler, danach kommt natürlich wieder die 0. Und das machen wir genauso mit dem letzten nochmal, mit einer kleinen Ausnahme. Denn wir packen das erstmal hier so hin. Wir nehmen wie hier die Ausgabe von dem T-Flip-Flop davor. Und wir machen natürlich die Clock hier ran. Wir könnten jetzt auch denken, wir machen das so. Und wenn wir es dann zählen lassen, passiert Folgendes. Wir sind von 2 direkt auf 7 gesprungen. Also es macht keinen Sinn, das hier mehr daran zu machen. Stattdessen nehmen wir einfach das AND von davor. Denn da ist ja automatisch unser ZE drinne, das ist ja hier. Das heißt, das geht automatisch auch an, wenn unser ZE an ist. Und damit sollten wir jetzt zählen können. Also wir haben 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann kommen wir wieder zurück zu 0. Genau, das ist quasi dann unser Zähler. Und genau das bauen wir jetzt nochmal etwas größer, nämlich für unser für unseren Programmzähler natürlich. Und wir haben da auch einige Knöpfe mehr, nämlich unser Z0, Z1, Z2 und so weiter bis Z4. Das sind dann insgesamt 5 Bits. Da haben wir unser ZI, also quasi die Eingabe, wenn wir einen Wert speichern wollen. ZE ist wieder die Erhöhung und ZO ist die Ausgabe und Clock bleibt natürlich erhalten. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem ZO an, denn das ist am einfachsten. Wir sagen einfach hier, packen wir ein AND Gate davor. Und das machen wir bei allen. Ich ziehe mal drei weiter nach oben und dann können wir die schön davor legen. Und dann haben wir es. Dann nehmen wir uns die 5 T-Flipflops mit JK-Vorrang. So schieben wir auch einfach mal alle nach oben und dann verändern wir die Position im Nachhinein nochmal. Und ich mache einfach die Ausgänge direkt vor den ersten Eingängen, ist natürlich vollkommen egal. Aber dann ist es vielleicht leichter zu sehen. Die verbinden wir natürlich. Die Ausgänge vom AND Gate kommen natürlich in die Lampen rein. Und dann geht das so. Und die zweiten Eingänge kommen natürlich von unserem ZO. Also wenn wir sagen, wir wollen die Ausgabe haben oder es soll auf dem Bus geschrieben werden, dann soll das aktiviert werden. Damit haben wir unser ZO und wir machen auch gleich mal noch unsere Clock. Genau so. Und dann haben wir das auch. Als nächstes würde ich sagen, machen wir unser ZE und das ist so ziemlich genau wie davor.
Also wir nehmen wieder unser ZE am Anfang und packen das einfach hier in den unteren T-Flip-Flop. Dann nehmen wir ein AND-Gate und packen das natürlich wieder hier vor dem T. Nehmen unser ZE, packen das da rein und die Ausgabe von dem davor hier rein. Und wichtig, hier ist anzumerken, dass ihr nicht die Ausgabe vom AND-Gate nehmt, sonst kann nur gezählt werden, wenn ihr auch die Ausgabe aktiviert habt. Daher das direkt vom T-Flip-Flop. Und wir brauchen noch ein paar mehr. Und natürlich den Stift. So, das sollte dann reichen. Wir machen das so. Machen das so. Und eins weiter. Genau. Dann die Ausgaben vom AND-Gate ins T rein. Und dann nehmen wir hier die Ausgabe. Die haben wir hier reingemacht. Das heißt, wir nehmen von hier die Ausgabe und machen sie hier rein. Diese Ausgabe hier rein. Diese Ausgabe hier rein. Genau. Und dann nehmen wir wieder die Ausgaben vom AND-Gate und packen das einfach in die andere Eingabe. Und jetzt aktivieren wir einfach mal konstant unser ZO und dann zählen wir mal. Also wir haben 0, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, da ist was falsch. Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Was ist falsch gelaufen? Die Ausgaben sehen eigentlich richtig. Ach so, ja, okay. Natürlich, wir haben die Ausgaben ein bisschen falsch gemacht. Also hier die Ausgabe vom AND kommt hier rein. Die Ausgabe vom AND kommt hier rein. Die Ausgabe vom AND kommt hier rein. So, dann setzen wir mal kurz zurück. Wir zählen einfach mal so lange, bis das wieder auf 0 geht. Und 0. So, daher immer überprüfen, damit ihr nichts falsch macht. Wir haben also 0, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dann kommt 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 und wieder 0. Ja, damit können wir jetzt sämtliche Adressen in unserem RAM ansprechen, von 0 bis 31. Aber wir haben hier noch ganze 6 weitere Knöpfe, die wir bedienen müssten. Und das machen wir auch gleich, indem wir hier unsere NOT- und AND-Gates verwenden. Und zwar theoretisch könnte man sagen, hier Z0 soll mal bitte in J reingehen. Das heißt aber auch, dass wenn wir gar nicht wollen, dass etwas abgespeichert wird hier, dann speichern wir trotzdem Werte ab und das wäre dumm, ja, wenn wir die Clock hier laufen lassen. Natürlich, wir lassen unser ZO mal an. Wir wollen gar nicht Sachen speichern, das ist aus. Aber die Clock läuft natürlich weiter und dann werden einfach Sachen hier drinnen gespeichert. Und das wollen wir nicht. Ja. Daher müssen wir das ein bisschen abändern, indem wir hier sagen, dass wir nur mit AND-Gates das zulassen. Und zwar jeweils einmal fürs J und einmal fürs K. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Das wird hier schon eine ganz schöne Spaghetti-Soße. Also ein riesiger Haufen. Dann packen wir zwar mal hier hin. Und das wird ein bisschen schief, aber es sollte nicht allzu schlimm sein. Also wir packen jetzt hier an jeden einzelnen Flipflop 2 AND-Gates ran. Und das sind die letzten zwei für ganz oben. So, für J und K. Dann nehmen wir hier die Ausgaben. Das ist unser J. Das ist unser K. Das ist unser J. Das ist unser K. Und immer so weiter. J, K, J, K und J und K. So, dann nehmen wir unser ZI. Und das hier wird überall ein Teil sein. Denn wir wollen nur Sachen speichern, wenn wir es erlauben. Das heißt, das machen wir weg. Das heißt, überall müssen wir quasi diese Eingabe haben. Und jetzt nehmen wir uns hier unser Z0 und wenn es an ist, soll gespeichert werden, also es soll gesetzt werden, also unser J. Das heißt hier das erste. Und das machen wir auch immer bei den Daten. Das heißt, wir machen das so, so und
hier unten so. Und wenn zurückgesetzt werden soll, dann sagen wir, das Gegenteil von dem Wert muss an sein. Also nehmen wir einfach unser NOT-Geld, packen das hier mal davor. Und die verschiebe ich auch mal ein bisschen nach oben. Ja, also wir haben hier die Ausgaben von unserem NOT-Gate und die sollen bitte beim Zurücksetzen genutzt werden. Genau so. Und dann nehmen wir wieder die Eingaben hier und machen die hier ran. So und so. Und das sollte es inzwischen gewesen sein. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen etwas speichern und sagen, wir wollen Z2, Z3 und Z0 speichern, sagen wir Clock und dann seht ihr, die Werte sind da, nämlich Z1 fehlt und Z4 fehlt auch. Das heißt, wir können auf jeden Fall Daten speichern. Wenn wir sagen, wir wollen nicht speichern und es sind trotzdem Daten drauf, dann sollte man trotzdem noch weiterzählen können und das funktioniert auch, wie ihr sehen könnt. Ja? Und dieser Programmzähler wird dann quasi durch die einzelnen Werte in unserem RAM durchgehen. Und der wird dann eben einen Befehl nach dem anderen bearbeiten können. Beziehungsweise dann auch, wenn wir später die Jump-Befehle haben, dass wir dann auch zu anderen Stellen im Programm springen können. Ja, das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben hier unseren Programmzähler im Grunde fertig gebaut. Und wir haben unseren 3-Bit-Zähler für unser Befehlsregister gebaut. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!